So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. Wir sind immer noch auf irgendeiner Route und werden mit uns direkt mal dem nächsten Trainer, der hier rumsteht, bevor wir weiter Richtung Süden reisen. What's most important in our everyday lives? Warum beantwortet er die Frage nicht? Wahrscheinlich nach dem Kampf, welchen ich besiegt habe. Die Weisheit will natürlich erst mitteilen, nachdem ich ihm einen auf den Deckel gegeben habe. Ich stelle fest, wir kämpfen gegen ein Gyarados. Das ist irgendwie blöd. Deswegen wechseln wir mal schnell auf Buri, damit die den Gyarados mal ein bisschen einheizen kann. Ja, mach du ruhig Dragon Dance. Warum bist du überhaupt mit Level 50? Ich habe keine Ahnung. Donner! Bombs! Zack, Gyarados kaputt. Vielfach Schwäche. No chance. Genauso wollte ich das gerne haben. Vielen Dank. Wer kommt als nächstes? Entweder nochmal Gyarados. Nein, ein Karpador. Wirklich Karpador. Ihr seid ein Ochs in den Kampf. Ist Karpador schnell? Wahrscheinlich kennt er sowas wie Dreschflegel oder Tackle. Level 84. Eigentlich ist das schon ziemlich eine Schmach, von einem Karpador besiegt zu werden. Aber okay, fliegen. Oh. Was ein Zufall. Kann ich auch. Aha, Bounce geht daneben. Aber fliegen trifft. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Schaden das macht. Okt hat gecrittet gegen ein Karpador. Wow, es bringt ganze 360 Erfahrung. Bibas, ich glaube, das war so ein Pflanzen. Nein. Ein komisches Wasser-Pokémon, deswegen bringen wir mal Sayaska rein. Ich denke, das wird funktionieren. Bibas. Genau, so ein Viech. Ich dachte zwar an ein anderes, aber Level 93? Was zur Hölle? Gib dir normale Level. Warum nicht sowas? Okay, es ist trotzdem One-Hit. Was zur Hölle? The answer is coming up next. Ich spreche dich jetzt nochmal an, ne? Gib mir die Antwort. I think electricity is the most important thing in our daily lives. If it weren't, people wouldn't have made such a fuss when the power plant went out of commission. Ja, das ist schon mal keine falsche Antwort. Wo geht's denn hier hin? So einem Item, wo ich nicht rankomme, weil ich keinen Zerschneider habe. Nächster Kampf. Pokémon Battles lure people in. Ja, das ist wie bei Kämpfen. Mal. Es gibt immer irgendwelche Schaulustigen. Oh, ein Quap. Nee, das ist kein. Ein Quapuzzi. Ich glaube, Quapuzzi ist schnell. Deswegen wechseln wir. Moment. Bist du nun vom Typ Kampf oder Typ Psycho? Ich weiß nicht. Fliegen. Wir sind dank der Quick Law schneller. Ich wüsste auch gerne, ob wir auch so schneller sind. Eine interessante Frage. Eine wirklich interessante Frage. Zack. Okay, du bist vom Typ Psycho. So viel steht schon mal fest. Ich hoffe, er macht nicht allzu viel Schaden damit. Nein, tut er nicht. Nice Slash. Dank. Quick Claw schneller. Du bist auch nicht vom Typ Psycho. Das heißt, du bist nur ein reiner Wassertyp. Okay. Alles klar. Nächstes Pokémon, Sea King, ein Golking. Wir bleiben drinnen, weil ich denke, dass wir schneller sind als Golking. Das könnte sich als grober Fehler erweisen. Glaube allerdings nicht. Nein, wir sind schneller. Ich glaube, Golking hält dafür recht viel aus. Oder teilt gut aus, eins von beiden. Mal schauen. Das ist so ein Pokémon, das ich noch nie irgendwie immer in Betracht gezogen habe. Bestimmt haut er mich jetzt um. Ja, der haut mich um. Waterfall ist, glaube ich, gar nicht mal so schwach. Au. Nein. Okt, warum? Ach komm, KB. Wobei KB ist doch wahrscheinlich noch langsamer als das Golking. Nein, das war eine schlechte Idee. Stone Edge. Wobei, mit ein bisschen Glück überlebt er das sogar. Aqua Tail ist noch nicht so stark. Sehr gut. Danke, KB.
Unnötiger Crit incoming. Nächstes Pokémon, Corsola. Was kommt denn mit interessanten Pokémon hier an? Wir schicken Sayasca in den Kampf. Wir müssen unbedingt Oct und Cape irgendwie trainieren. Hängen beide hinterher. Abgesehen von Vrana, die nur Level 53 ist aktuell. Aber die könnte in der nächsten Arena sehr nützlich werden. Nee, nicht in der nächsten, in der übernächsten. Psychic? Weiß nicht, was du für einen Typ hast. Scheinbar kein interessanten Typ. Earth Power. Schön. Du kannst zur Bodenattacke. Wahrscheinlich bist du vom Typ Wasser-Boden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Rette dich allerdings nicht. Ich muss sagen, in letzter Zeit macht Sayasca weniger Schaden, als ich gehofft habe. Zumindest kommt es mir so vor. Nein, du kriegst meine Nummer nicht. Werde jetzt auch Ogden Beleber geben. Wobei, Quatsch. Ich glaube, wir sind gleich in der nächsten Stadt, oder? Ja, genau. Route 13. Oh, das ist nicht die nächste Stadt. Egal. Check out my Pokémon. Just look at the coloring in Plumage. Plumage? Plumage. Das klingt wahrscheinlich eher französisch. Ein Farfetch'd. Na toll. Das kann bestimmt eine Wasserattacke. Nope. Kuri. Mach nur mal. Gegen was soll ich denn Vrania einsetzen? Ich kann sie nur gegen Stahl-Pokémon einsetzen, die wahrscheinlich aufgrund ihrer massenhaften Leben trotzdem überleben und Vrania umhauen mit einer Bodenattacke. Oder... Wow. Okay. Oder ich setze sie gegen Pflanzen-Pokémon ein. Gegen Eis geht auch noch, aber Eis-Pokémon können meistens auch eine Wasserattacke. Das ist so... Gegen was soll ich sie einsetzen? Staraptor. Warum wollte ich wechseln? Wollen wir wechseln? Boah, Staraptor kann bestimmt Nahkampf. Wir bleiben drinnen mit Kuri. Und setzen jetzt wieder auf Donner. Und verfehlen. Nee, du kommst mit Double Edge an. Das könnte auch reichen. Ja. Ach, herrje. Warum reicht das denn aus? Das ist doch nicht schön. KB. Ja, jetzt kommt er gleich mit Nahkampf an. Pass auf. Stone Edge. Nein, du nimmst wieder Double Edge. Das war dumm. Macht nämlich keinen Schaden. Und KB verfehlt. Jetzt kommt aber Nahkampf. Nein, Brave Bird. Das dürfte auch nicht genug Schaden machen. Nope. KB. Du hast keine Iron Tail. KBs Attacken sind alle dazu verdammt zu verfehlen. Das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch. Das macht gut Schaden, aber nicht genug. Ja, setz Brave Bird ein. Es könnte sein, dass du dich damit jetzt selbst besiegst. Das fände ich schön. Nein, oder nicht. Aber KB haut dich jetzt um. Ach herrje, warum so kompliziert? Wir haben Puri verloren, das ist nicht schön. Warum Puri noch? Shoot, not good enough. Was eine Aussage. Ach, da steht ein Trainer, versteckt im Gebüsch. Wir holen mal kurz den Hypertrank raus, denn ich denke, unsere Reise wird noch ein bisschen länger dauern, als ich gehofft habe. Bis in die nächste Stadt, meine ich. Heilen wir mal kurz KB wieder hoch. Das Heilen dauert auch ganz schön lange inzwischen, irgendwie ein paar Sekunden. Nicht schlecht. So, nächster Kampf. Hey, hey, how about we bring out our Pokémon and mine... Nee, how about we bring out your Pokémon and mine for a battle? Nicht our Pokémon for battle, nein. Your and mine. Okay. Grumpig. Das ist doch bestimmt gut gegen mich. Wir testen es aus. Fire Blast. Inzwischen macht Vrania gefühlt echt nicht mit. Nein, die macht keinen Schaden. Power Gem. Steinattacke. Wir sind besiegt. Au. Oh, es geht sogar. Denn die Power Gem ist, glaube ich, eine Bodenattacke, wenn ich mich irre. Egal, wir wechseln auf Sayasca. Ich glaube, Power Gem ist eine Bodenattacke. Meine ich. Payback. Schön.
Aua. Das macht ganz schön böse Schaden. Psychic. Und scheinbar ist doch eine... Okay, das ist nicht effektiv. Das ist schade. Autsch. Ich habe deinen Angriff falsch eingeschätzt. Ich dachte, Payback hätte gerade 36 Schaden gemacht. Okay, wir haben so langsam ein kleines Problem. Deswegen bringen wir mal kurz unseren Joker ins Spiel. Setzen einmal kurz die Laubklinge ein und das Problem ist gelöst. Hoffe ich. Jawohl. So sollte es immer sein. Ich glaube, ich gebe Rane den EP-Teiler. Heracross. Komm schon, Rane, den kriegst du auch platt, hoffentlich. Der Angriff müsste sehr effektiv sein. Wenn du den nicht platt kriegst, bin ich enttäuscht. Wobei, der ist 5 Level über dir und wahrscheinlich schneller. Egal, Fireblast. Nein, er ist schon mal nicht schneller, das ist eine Sache. Angriff ist sehr effektiv, das ist die andere Sache. Jetzt ist die Frage, besiegst du ihn damit auch? Ja. Sehr schön. So habe ich das gerne. Oh, that's too bad. Es sieht langsam mein Team ein bisschen schlecht aus. Nein, 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 nein. Da steht nämlich schon der nächste Vogel-Pokémon-Trainer. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal kurzen Prozess. Kurzen Prozess vor allen Dingen. Mhm. Fliegen zurück nach Lavender Town und heilen uns dort. Das wird mir sonst zu blöd. Ich gebe nicht Hypertränke und Beleber jetzt aus in Massen, um Geld aus dem Fenster zu werfen. Nein, lohnt sich nicht. Ich meine, wir haben genug Geld, denke ich. Aber das ist es mir nicht wert. Renne ich lieber einmal zurück zum Pokémon Center und spare um die 5000 Pokédollar oder so? Dass das Heilen sowieso kostenlos ist, ist so ein Riesenvorteil. Ich stelle mir gerade vor, wie Pokémon sein würde, wenn das Heilen im Pokémon Center nicht kostenlos wäre und immer einen bestimmten Prozentsatz vom Geldverbrauch, den man hat. Also wenn man kein Geld hat, ist es kostenlos, klar, aber das wäre mal interessant. Mutti ruft an. Egal. Wobei, stört. Danke. Ich meine, ich finde es tatsächlich ein bisschen störend. Ah, rechts rum und links. Rechts runter. Rechts runter. Und wir sind gleich wieder da, wo wir vorher waren. Zack, nächster Kampf. Agility is the key attribute of bird Pokémon. Ja, und Agilität ist vielleicht eine Fähigkeit, die ein Ock beibringen könnte oder sollte. Dann wäre er nämlich etwas schneller. Ein Tropius, Pflanze, Flug. Ein Typ, den ich gar nicht mal so schlecht finde. Fliegen. Sollte uns trotzdem nicht daran hindern, sehr effektive Angriffe gegen ihn auswirken zu können. Hoppala, du kannst Blattsturm scheinbar oder Laubsturm? Weiß es nicht. Und Tropius hat abartig viel Leben. Jop. Er lädt sich auf. Okay, fliegen. Wahrscheinlich für Solarstrahl, was jetzt nicht mehr treffen wird. Aha, genau. Zack. Kaputt. Schön. So habe ich das gerne. Um nochmal zur Sache mit dem Pokémon zurückzukommen, mit dem Pokémon Center. Ich fänd es gar nicht mal so schlecht, wenn das irgendwie 10% des Geldes kosten würde. Octarecht Level 56. Schön. Eine Sache. Das würde dem Ganzen irgendwie einen neuen Hintergrund geben. Und warum sollte das Heilen kostenlos sein? In was für einer Welt leben wir hier bitte? Na gut, in der Welt der Pokémon nicht. Schon klar. Ja, ich hab verstanden. Doppelkampf. I'll give you a little hint. Don't you think my girlfriend's much stronger than I am? Women who don't take love seriously and who are reckless might get hurt. Waren das komplett zwei unabhängige Sätze voneinander, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten? Oh, ein Goldar und ein Alakazam. Okay, Vibrania ist nicht gut geeignet für diesen Kampf. Night Slash gegen Simsala und Vibrania wird ausgetauscht gegen... Uri? Sayaska? Gegen Sayaska. Ich hoffe mal, dass sie mir jetzt nicht Sayaska umhauen. Ock kriegt den ersten Angriff gegen das Simsala. Zack.
Das dürfte sogar ein One-Hit sein mit diesem Glück. Jupp. Sehr schön. Das Golduck wird jetzt wahrscheinlich irgendwie mit irgendwas mit einer Wasserattacke Sayaska angreifen, weil vorher Vranja noch da war und Vranja recht Level 54. Schön, 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 schön. Ja genau, jetzt setzt er eine Hydro-Pumpe gegen Sayaska ein. Ich hatte es befürchtet. Genau das hatte ich im Kopf. Das macht auch gar nicht mehr so wenig Schaden. Night Slash gegen Golduck und Shadow Ball gegen Golduck. Ich glaube, hat der einen Psychotyp? Ich dachte ja schon bei Anton, das hat einen Psychotyp, aber es hat es nicht. Nein, es hat keinen Psychotyp. Dann war Night Slash. Okay, Critter einfach. Ock macht das Ganze alleine. Auch in Ordnung. You're the strongest. Oha. Und wieder 7500. So, how about we change phone numbers? Nein. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 107.900 Poké-Dollar. Jawohl, ich glaube, wir haben es geschafft oder so. Wenn wir uns zur Ruhe setzen, ein Haus kaufen, was weiß ich. Hahaha, would you like to fight my pack of Pikachu? Oh nein. Du hast jetzt nicht 6 Pikachus, oder? Doch, hast du. Okay, Oct, ich glaube, das ist kein Kampf für dich. Eher für Uri. Wir setzen Puri gegen Elektro-Pokémon ein. Das wird lustig. Pass auf, jetzt kommt die Elektro-Attacke. Oh, Donner. Oh nein, es geht daneben. Wie schade. Surfer. Ich bin sehr gespannt, wie viel Schaden das anrichten wird. Hälfte wäre schön. Es reicht sogar für einen One-Hit. Wow, was sind das für Pikachus? Das ist kein Pikachu, das ist ein Elekid. Cheater! KB, mach du das mal. My pack of Pikachus, dann kommt der Elekid an. Ist es verkleidet wie ein Pikachu oder was? Schmuggelt er mir ein Elekid unter? Gibt's ja wohl nicht. Stone Edge. Ja, senk ruhig meine Verteidigung. Oh nein, er hat meine Verteidigung verringert. Ich habe ja auch so viel davon. Das war ernst gemeint, ich habe massenhaft Verteidigung. So, Elekid besiegt. Wenn jetzt ein Pikachu kommt, wechsle ich auf Vranja. Wäre, glaube ich, keine so schlechte Idee. KB erreicht Level 56 und hat endlich die 100 Geschwindigkeit erreicht. Magby, wir bleiben drinne. Ob das so eine gute Idee ist, Magby ist immer normal effektiv gegen uns. Wir sind schneller als Magby, okay. Magby ist besiegt. Ach, ich freue mich schon, wenn wir in einer bestimmten Stadt ankommen. Dann gibt es eine neue Attacke für KB. Definitiv. Smoochum, das ist dieses komische Pokémon. Wir bleiben drinnen. KB zerflippt gerade das Team. Finde ich gut. Stone Edge. Zack. Das ist kein Pikachu-Team. Nur mal so. Das ist eine Mischung aus allem. Was für einen Typ hast du, dass du anfällig gegen Steinattacken bist? Okay. Mime Junior. Wir bleiben drinnen. Einmal Mime Junior. Okay, habe ich noch nie gesehen. Stone Edge. Wie KB gerade die alle auseinander nimmt. Ist ja schlimm. KB, übertreib mal nicht. Nächstes Pokémon. Bonsly, wir bleiben drin, weil ich glaube irgendwie, dass die mir nichts entgegenzusetzen haben. Ach Moment, das ist ein... Wir setzen Focus Punch ein. Mit ein bisschen Glück können wir durchkommen. Rohrentwicklung von Vogelbaum. Natürlich setzt du Double Edge ein. Hooray, es zieht eine ganze 11 Leben ab. Hey, wir probieren es doch mal. Focus Punch. Vielleicht macht er irgendwas anderes jetzt. Rock Slide. Oh je, das macht ganze 20 Schaden. Wir probieren es nochmal. Alle guten Dinge sind 3 oder so. Mach was anderes. Okay, er möchte nichts anderes machen. Dann greife ich halt zur effektiveren Variante. KB schreckt sogar zurück. Iron Tail. Und es verfehlt. KB, du bräuchtest echt eine höhere Genauigkeit. Jetzt aber. Wow, Sucker Punch macht sogar Schaden, aber es war ein Crit. Sollte jetzt auch vorbei sein mit dem Rumcritten. Auf Wiedersehen. Zack, kaputt. So wollte ich das sehen. So wollte ich das sehen.
My Pikachu, du hast nur ein Pikachu. Hör mal auf rumzuspinnen hier. So wirklich. Solche Leute sind mir die Liebsten. Hey, hast du Angst vor meinem Team von Pikachus? Man kommt an, es ist gar kein Pikachu. Aber, bevor wir jetzt in den nächsten Kampf stürzen werden, werde ich die Folge an dieser Stelle beenden, nachdem ich den Weg hier rumgefunden habe. So. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge Pokémon Storm Silver und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn wir uns weiter Richtung nächster Stadt begeben, deren Namen ich immer noch vergessen habe. Kann ich es irgendwo nachschauen? Nee, vielleicht nicht hier. Das würde mich echt mal interessieren, wie die heißt. Nein. Falsche Taste gedrückt. Fliegen. Weiß, ich kann auch nicht hinfliegen, aber... Fuxia City. Genau, wir wollen nach Fuxia City. Danach kommen wir wahrscheinlich nach Celadon City und danach nach Saffron City. Ach ja, das ist doch so ein langer Weg. Und wahrscheinlich können wir erst Fuxia City Arena betreten, wenn wir die in Celadon City gemacht haben. Oder so ein Quatsch. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part Pokémon Storm Silver und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.